Neuer Tag, neues Glück. Am selben Haus wie gestern, da hat mich gestern der Makler unsanft gebeten, draußen zu warten und eine Nummer zu ziehen. Ich habe einfach meine Karte da gelassen und gesagt, wenn er das Haus verkaufen möchte, soll er mich anrufen und seine Showings heute machen, wie er möchte. Und scheinbar hat keiner ein valides Angebot abgegeben und es hat sich keiner irgendwie richtig dafür interessiert. Die Leute haben sich angeschaut, aber keine qualifizierten Angebote gemacht. Und deswegen hat der Makler heute kleinlaut nochmal angerufen und gefragt, ob ich nicht heute irgendwann Zeit hätte, mir das Haus nochmal anzuschauen. Habe ich natürlich, schaue ich mir an. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst, worum es geht. Dieses Haus ist es, Baujahr 1947. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer. Das Ganze auf 1152 Square Foot, also 107 Quadratmeter. 5.351 Dollar Steuern pro Jahr. Geheizt wird mit Öl, da steht ein Tank im Keller. Das Warmwasser wird mit Gas erzeugt und der Wunschpreis vom Verkäufer ist für dieses Haus 145.000. Mal schauen, was wir bieten. Hier ein Eindruck von der Straße in Drexel Hill. So, dann geht's mal durch das Haus. Das ist die Besichtigungstour. Ich drehe mal die Kamera, dann seht ihr mehr vom Haus anstatt von mir. So, dann kommt man hier rein. Da im Hintergrund sehen wir eine AC-Unit, also eine Window-Unit. Küche. Ist ganz nett gemacht. Popcorn-Ceiling. Laminat-Fußboden, alter Holzfußboden, Keller können wir uns sparen, brauchen wir glaube ich nicht. Kleine Feinheiten wie hier oben, so ein bisschen Ungenauigkeiten. Dann gehen wir mal die Treppe hoch, alles Holzfußboden, original. Nice. Schlafzimmer 1, Schlafzimmer 2. 3 und Badezimmer. Alles Original. Kleiderschrank wie immer im Zimmer. Treppenhaus. Alles gut. Das Bad ist ein Klassiker. So schaut's aus. Besichtigungen laufen aktuell immer mit Maske und mit Brillenträger. Natürlich doppelt doof, aber egal. So, da habt ihr einen Eindruck, was das Haus hier kann.